Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir machen jetzt ein Unboxing zu einem weiteren Labeldrucker. Diesmal ist er was größer. Oh Gott, ich habe extra die Kamera weiter höher gemacht. Und die Post ist auch mal mit dem Paket etwas pfleglicher umgegangen. Hier sind die Ecken nicht alle kaputt. Das ist schon mal viel wert. Und wir haben heute den SP 420 von Edit PRT. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Den wir jetzt erstmal auspacken werden. Und dann im nächsten Video werden wir uns den natürlich dann etwas genauer angucken, wenn wir ihn anschließen werden und gucken, was wir damit alles Schönes zaubern können. So, wir haben hier eine Software mit bei und einmal ein Heft. Wobei, hier ist nicht mal eine Tüte drum, bei dem anderen war wenigstens eine Tüte drum. Hier können wir mal kurz reingucken. Alles mit Bildern erklärt. Also ich denke mal, das sollten wir hinkriegen, oder? Scheint kein großes Hexenwerk zu sein. So, ich würde sagen, ich schiebe das mal so ein bisschen beiseite, damit wir das erstmal auspacken können. Und dass wir uns das alles erstmal angucken können. So. Den Printer machen wir zum Schluss. Wir machen erstmal hier Box. So, was haben wir hier mit bei? Einmal einen Stromkabel, aber nur die Hälfte. So, dann die andere Hälfte vom Stromkabel. Einmal wieder den USB-Kabel. Und eine Rolle. Sieht man das hier? Also hier sieht man es vielleicht so ein bisschen. Ah, das ist halt Papier mit dem Aufkleber hier direkt drauf. Ja, den müssen wir dann da einlegen natürlich. Ich schiebe es mal beiseite, damit wir uns den Drucker jetzt hier noch angucken können. Bin schon voll neugierig anzuschließen und zu gucken, was man so schön machen kann. Label printen ist ja immer gut. Ah, hier ist der Ausgang. Ah, hier kriegt man noch größere rein, glaube ich, so wie es aussieht. Oder? Nee, ist fast. Hat getäuscht. Ready, Status. Die können wir nicht drücken. Hier haben wir nur einen Knopf zum Drücken. Aber das werden wahrscheinlich Lampen sein für Ready und Status. Ah, hier können wir reingucken. Da gucken wir uns gleich auch an. Da kommt die Rolle dann halt da rein. Also ist jetzt nicht so wie beim anderen, wo das denn hinten reingezogen wird. Finde ich, obwohl er jetzt größer ist, finde ich das so interessant dabei. Den kannst du irgendwo hinpacken, hast die Rolle drinne, hast du nichts hinten, was irgendwie die Katze runterschmettern kann oder so. Und dann zieht er sich das, je nachdem, wie du brauchst. So, dann haben wir hinten einen Ein- und Ausschalter. Da ist der Stromkabel. Der sieht aber so klein aus. Passt der hier wirklich? Ja, der passt. Und der USB-Kabel. Auch hier haben wir wieder Gummifüße. Indirekte Belüftung für die Technik. Und auch hier machen wir den Vergleich wieder. Na, da geht halt nur mein Brett und mein Tisch. Aber der Drucker steht standfest. Vorne ist gecleant. Alles nichts, steht nichts drauf, gar nichts. Wir haben hier nur die Klappe. Aber auch hier wieder mit den Hebeln. Da haben sie, sind sich gleich geblieben, gleichzeitig. Und dann kann man das hochmachen. So. Und ach, hier, guckt mal an. Da drin ist die Erklärung.
Da. Und zwar nach vorne abrollen, also so lang abrollen. Das heißt, wir machen das hier rein. So. Und dann kommt das hier einfach nur so rauf. Und hier ist, kann er sich dann bewegen, wie eine Rolle Klopapier sozusagen. Und dann machen wir das hier ab und ziehen das hier durch. Hier ist jetzt natürlich noch so ein Schutzding, so ein Label halt, also wo hier so ein paar Sachen stehen und halt auch Daten, wie weit das Papier sein sollte. Hier können wir dann halt größer machen, wenn wir halt größere Papier haben oder wenn ihr ganz kleine habt. Ja, also gibt ja auch nur diese kleinen Viereckchen. Ja, die könnte man dann halt hier anpassen. Und wenn ihr halt die großen habt, also die Größe praktisch ist ja jetzt die gleiche. Ja, dann einfach hier rein. Also praktisch, ihr macht das hier ab. Dann legt ihr das hier so rein. Ja. Oder macht das einfach so. Und dann einfach zu. So, und dann zieht er das hier raus. So. Und dann wird das einfach zugemacht. Oder glaube gar nicht bis zur Rolle. Ach doch, hier oben ist ja der Drucker. Ja. Und dann ist es da. Ich mache mal sicherheitshalber raus, dass ihr das seht. So, dann kommt das halt praktisch so hier raus. Und ihr könnt halt auch kleine, also ihr seid jetzt nicht auf die großen beschränkt. Also ihr könnt auch kleine, schmale nehmen. Ja, also aber bis zu dieser Breite steht das hier, glaube ich, drauf. Nee, disable, error, repeat. Ja. Paper. Typ Label TSPL 80 mm Sensor PWM Rank Disable Error Print Disable 0 Minuten Firmware Version 1.00.21 SHEC Produkt, Seriennummer, hier stehen die ganzen Sachen dazu da. Aber ich denke mal, da wird es dann auch, wenn es Updates gibt, wird es, ja, man hat es ja mit USB am PC, dann wird man auch updaten können. Und dann kriegt er natürlich eine neue Update-Nummer. Ich bin mal gespannt. Und ob dafür vielleicht schon Updates da sind. Ja, hier seht ihr praktisch die Rolle, jetzt bewegt sie sich hier hin und her. Aber ich habe die ja nicht hier festgemacht, noch nicht. Das machen wir ja alles erst noch. Aber auch einen schönen Druckknopf. Also ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Also das werden wir uns dann im nächsten Video gleich mal angucken. Bis dahin will ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.